So, jetzt mache ich doch ein Video. Weil sonst mache ich so und so nicht. Ne? Und wenn ich es nicht mache, ist es besser, ich mache so wie gar nicht, denke ich. Als. Kann natürlich ein Irrtum sein. Aber was will man sonntags moin sonst Besseres bringen? Also es geht darum, ich wollte mich nochmal, wollte darauf einen Bezug nehmen, die anderen Videos geben sich, oder die Macher geben sich schon viel mehr Mühe. Ne? Aber das ist halt so, wenn ich mir jetzt mehr Mühe gebe und das vornehme, und dann mache ich es nicht mehr. Das ist dumm, ne? Ich weiß. Man müsste sich mehr disziplinieren. Ne? Also gut. Jedenfalls, es geht ja darum, dass ich da einfach hingegriffen habe in diesem Museum, hatte ich gesagt, ich würde in einem Museum leben. Naja, gut. Mausoleum, hat sie gesagt. Kann ja sein, ne? Jedenfalls in diesem Mausoleum habe ich was gefunden von meiner Mutter. Und die hat wieder was aufgehoben gehabt. Die hatte etwas aufgehoben von meiner Großmutter. Und das ist ein Kochbuch. Das Kochbuch meiner Großmutter habe ich gefunden. Das habe ich weggepackt gehabt und jetzt habe ich es wieder gefunden. Ich habe das alles erstmal geordnet, ne, damit ich in dem Haus das finde. Ist ja gar nicht einfach, wenn jemand käme und sagt, zeig mir mal was. Und dann muss man wissen, wo man hinläuft. Ne. Das ist schon, ist noch nicht abgeschlossen. Und wenn dann noch mal jemand kommt und sagt, alles umbauen, oh, yes, nee. Das schaffe ich nicht mehr. Ich habe mal einen Freund gehabt, oder ein Bekannter, der hat einen Wasserschaden, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, in einer ganz kleinen Wohnung, von dem hat er sich nie mehr erholt. Ich weiß nicht, ob der heute überhaupt noch existiert, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Aber ich habe den dann mal besucht, ne, mit dem Wasserschaden, das war eine Katastrophe. Die haben die Wohnung ausgeräumt und der hat halt massenhaft Bücher gehabt, 2000 Bücher. 2000 Bücher muss man wohl haben. Und die hat er ausgeräumt, die haben es ihm alle noch rausgeräumt und dann hat der Vermieter gesagt, so und jetzt stellen wir alles wieder neu. Und da haben sie es einfach wahllos neu gestellt und haben den dazu gesetzt. Und das hat er nicht gepackt. Ich habe den dann besucht, der saß da mitten drin. Ne? Uch, du Lieber. Den habe ich, glaube ich, damals das Leben gerettet, indem ich ihm den Weg freigeschaufelt habe. Ja, okay, warum erzähle ich das? Also, ja. Was das bedeutet, wenn man Ordnung hat, wenn man weiß, wo man hinläuft und wo was ist. Ne? Wenn man nichts hat, braucht man nichts zu ordnen. Ne? Aber hier überschneiden sich ja drei Generationen, das ist schon was. Ne? Und das zu ordnen. Und hier ist das Kochbuch von Babettchen Thomas, so hieß meine Oma. Babettchen ist ein bisschen verniedlichend für meine Großmutter. Die hat so 2 Zentner, die, ne? Aber ich habe Bilder von der gesehen, stehen auch da. Da sieht die aus gattenschlank. Ist kaum zu glauben, ich habe es kaum glauben können. Das ist die Großmutter, ja, ja. Babettchen hieß die. Die Burg am Marktplatz 1, vorne an der Schmiede, da ist die her. 1920, 21, 2 Jahre vor der Geburt meiner Mutter. Da hat sie noch, die war in so einer, wie nennt man das denn damals, Frauenschule, Kochschule und so Zeug. Und da gibt es auch Bilder von meiner Großmutter, wo sie da in der, das steht die ganze Mannschaft von Frauen, Weibern, hat man damals noch sagen dürfen. Ich habe gerade letzte Diskussion gehabt, dass man das nicht mehr sagt. Ne? Das darf man nicht mehr sagen. Ist diskriminierend. Irgendeiner hat das festgestellt, ist diskriminierend. Nein! Weib, was ein sagenhaft geiler Ausdruck, ne? Darf man nicht mehr so? Dein Weib, dein Gesang? Nein! Die Bekloppte da draus, wenn man die nicht mal abstellt, ne, wird es nur noch schlimmer. Also bitte stellt diese Kerle oder diese Weib, wer auch immer dahinter steht. Ich vermute ja, es ist eine Pflanze oder ein Computer oder irgendwas.
Stellt ihn ab! Rettet euch! Corona ist doch nur der Anfang vom Ende. Oh, ja, das ist der... Jedenfalls Vibe. Also das waren lauter Weiber auf dem Bild. Und meine Oma war auch eins. So, Basta, lass ich mal nicht nehmen. Und die kann zwar, aber wir wurden dann noch eins. So. Und da habe ich das jetzt gesehen und habe gedacht, das muss man jetzt mal hier bemerken. Einfach auf dem Video, was die da alles, das ganze Buch ist voll. Ach, da hinten steht ja was von meinem Vater. Ach, da hat sie aufgeschrieben, für wen sie was gestrickt hat. Meine Oma konnte stricken und häkeln und so Sachen machen. Und da hat sie neu geschrieben, für wen sie was gemacht hat. Und ist mein Vater da? Irgendein Pullover. Und für meinen Schwager hat sie auch was gemacht. Guck, da steht's. Das war aber ganz hinten drin. Also nee, da geht es ein bisschen durcheinander dahin. Ne? Säfte. Och du lieber Gott, was gibt's denn da für Säfte? Jetzt fange ich aber auch. Ich wollte nur sagen, die hat es wunderbar geschrieben und ich kann die Schrift nicht lesen. Ne? Das nennt man Sütterlin. Das haben sie. Irgendwie zu denen ihrer Zeit da haben die das noch so geschrieben. Und wenn man sich anstrengt, kann man es, glaube ich, erkennen. Ne? Also die Überschriften konnte ich alles noch lesen, obwohl da fängt es schon an. Krebssuppen. Das ist so gegliedert. Suppen, Fleisch, Geflügel, Soße, Salat, Kartoffel. Und so weiter und so fort. Das sind neben die Register und dann kommen hier die fein säuberlich gestochen, ohne Fehler, ohne das, was. Das kann unmöglich von mir sein. Ne? Bei mir wird es immer ausgestrichen und radiert. Nix. Also Wahnsinn. Ne? Wie ein Buch im Laden. Und das hat die geschrieben. Also man kann es ja da erkennen, ne? Gleich am Anfang hat sie sich verschrieben. Da. Das stammt auch, so bin ich auch. Gleich das erste Wort und verschrieben. Blapp. Krebssuppen. Das hat sie, glaube ich, mit irgendwas anderes. Das war ein F. Keine Ahnung. Das erste Wort im dicken Buch und kaputt war es. Also so kenne ich es auch. Wie geht dann sowas? Warum macht man sowas? Darüber habe ich mir schon den Kopf zerbrochen. Oder ich meine, ist ja noch schlimmer, wenn man alles fertig hat und der letzte ist es, wo man jetzt noch ein bisschen noch schnell und da war der ganze Brief kaputt. Mich hat das zur Verzweiflung gebracht, ne? Weil ich auch noch Schreibfehler drin hatte und so massenhaft. Eigentlich konnte ich überhaupt nichts schreiben. Und sagen wir mal, solche Computerprogramme waren schon ein Wahnsinnsfortschritt. Und jetzt gibt man sich ja überhaupt kein Mühe mehr. Ne? Wenn das Programm das nicht korrigiert, dann ist es halt scheiße. Ne? Da kann man nichts machen. Also so denke ich. Wenn ich dann zu Menschen komme, die auf Sprache Wert legen, ne, dann geht es natürlich anders dazu. Ne? Dann denkt man wunderbar, was hat er da? Ne? So der Computer hat nicht korrigiert, kann ich da nichts dafür. So ungefähr. Ne? Grammatikalisch machen sie es halt noch nicht ganz. Da mache ich auch selber, da passe ich selber auch. Aber die Wörter waren halt noch nie so mein Ding. Krebssuppen, da fängt das Ding mit an. Ist doch nicht schlecht, ne? Ochsenschweifsuppen. Ob drüber steht was, das kann ich nicht lesen. Falsche Schildkrötensuppe, da haben sie halt kaum gehabt, ne? Weimarer Republik, da haben sie keine Schildkröte gehabt. Da haben sie falsche gemacht. Bohnensuppe, französische Suppe. Steht halt was da, ne? Kann ich nicht lesen. Schade.
Also ich, das müssen wir mal übersetzen. Vielleicht kann das ja mal jemand übersetzen. Fischsuppe haben die auch gehabt. In Dibursch haben die Fischsuppe gemacht. Wie gibt es denn sowas? Blumenkohlsuppe. Sauerampfersuppe. Gerstensuppe. Und da unten steht eine interessante Suppe. Die kennt man halt in Süddeutschland. Das ist die Grünkernsuppe. Und ich kenne die nur von meiner Mutter. Mein Vater hat die gern gegessen. Oder hat die auch gegessen. Weil dann immer erwähnt wurde, dass aus der Verwandtschaft da wäre jemand gewesen, der hätte die auch gern gegessen. Und dann habe ich die auch gegessen, so ungefähr. Grünkernsuppe. Mein Vetter hat die gern gegessen. Und da hat er immer die, also ich habe mir, wenn die kam, da hieß es dann immer da, gute Suppe. Weil die schmeckt schon eigen. Aber wenn wir da in die Gegend fahren, da nach Walldürn, wo es die gibt, die Grünkernsuppe, dann haben wir die immer bestellt. Ne? Im Gasthof isst man dann eine Grünkernsuppe. Die ist schon sehr nahrhaft. Ne? Muss man wissen. Lebermacklöschen, oh, habe ich gern gegessen. Ja, wenn ich mir das überlege, ne, ich koche hier für mich, koche ich ja auch. Aber welch eine Vielfalt. Ich kenne bloß drei Sachen oder fünf, ne? Und die werden halt gemacht, ne? Und die schmecken auch immer wieder gut. Aber was der, weil man sich immer überlegt, dass die Welt besser wird, ne? Das darüber hatte ich eigentlich mein letztes Mal Gedanken. Wird es dann wirklich besser, ne? Ich habe es halt mit dem Bad, ne? Und da ist mir gerade heute, ist mir wieder eingefallen, meine Großmutter, da, die das Buch geschrieben hat, die hatte eine Waschküche, so hieß das. Und da haben die Waschgewäsche und ob sie da auch gebadet, die haben da auch früher drin gebadet. Ne? Und er war auch geschlachtet. Geschlachtet wurde da auch. Alles in der Waschküche. Aber was diese Waschküche eben hatte, war ein gescheiter Wasseranschluss, ein Holzofen, wo man das Wasser warm, heiß machen konnte. Und einen Ablauf hatte sie, einen Ablauf, und wo saß der Ablauf, wo man einen Ablauf halt hinmacht, am tiefsten Punkt von der Waschküche. Und würde man die Bäder so garantieren, waren die früheren Bäder auch all so gebaut. Am tiefsten Punkt war ein Ablauf. Weil ich habe letztes Mal ein Video gemacht, wie ich mal Bad sauber mache mit dem Kescher. Und genau genommen hätte ich diesen Kescher bis heute nehmen können, wenn das Bad einen Ablauf hätte. Weil das Wasser geht nicht fort, ne? Dann hast du da echt ein Problem, wenn du da mal eine Minute kescherst. Aber die haben alle gelacht und gesagt, Kescher, nee, das ist eine saugute Methode. Wenn das Ding, wenn du dieses Zeug nicht unter Kontrolle bringst und dann lässt es halt mal ein paar Wochen und dann haust du das raus. Und das funktioniert einwandfrei, bis ich das mal gemerkt habe, das funktioniert erst rein. Nur die Brühe, die Wasser, wenn du in der Dusche warst, läuft es ab. Aber außerhalb von der Dusche ist ja auch der Schimmel oder was weiß ich, was da sitzt. Und dann musst du auf, dann hast du halt ein Problem. Und das hätte ein anständiges Bad, das man so konstruiert, dass man, wenn man neu geht, eine Schwelle hat. Und dann ist man drin und am tiefsten Punkt ist der Ablauf. So baut man halt sowas. Und da hat sie gebaut. Und da braucht man doch nichts anderes zu machen. Und jetzt kommt die Mode wieder dahin, dass sie die Duschabteilung, da bauen sie jetzt wieder Rinnen und neu, die am Tiefpunkt sitzen. Ja, es ist jetzt ein halbes Jahrhundert im Kreis gedreht, bis sie wieder zu der Idee kommen, wie der Kaiser Wilhelm. Ne? Und das sage ich der Kaiser Wilhelm deswegen, weil im Salbad in Berlin, da habe ich letztens mit einem drüber diskutiert, wenn man am Schloss vorbeigegangen ist, am alten Schloss in Berlin, und da waren die Bäder unten, da haben sie die Kacheln noch geguckt, ne? Die waren noch drauf. Und da haben die praktisch zu dem seine Zeit, Kaiser Wilhelms Zeit, wie lange ist das jetzt her? 100 Jahre. Noch länger. 100 Jahre. Da haben die schon Sachen gebaut, die halten bis heute. Das ist die Hauptsache, die Mode. Ja, die haben jetzt Kachel,
Da gibt es jetzt Kachel, die kann ein Mann nicht mehr heben. Ne? Da braucht er einen Kran. Oder sie müssen zu zweit sein. Und das ist dann modern. Und da wird man dann daraufhin trainiert, dressiert, bis man die im Bad drin hat, so ein Ding, was keiner mehr beherrscht. Ich plädiere die ganze Zeit schon dafür, dass es anders wird. Naja. Und beim Essen ist es genauso. Die haben vielleicht früher nicht gewusst, wie man gesund isst. Ne? Aber wenn die Zutaten gesund waren, wenn die noch nicht verseucht waren, dann ist das Essen normalerweise auch gut. Man kann gar nicht so viel vermurksen. Nein, man kann schon vermurksen, aber... Man kann sie schon falsch machen, deswegen gibt es ja das Kochbuch. Ne? Fleischstrudel, Grießklößchen, Spinatkrapfen, weg. Also da stehen Weinsuppe, Pfannkuchensuppe. Und alles kann ich nicht lesen, bloß die Überschriften. Was ist denn eine Weinbergsuppe? Fängt schon auch mit irgendwas, was ich nicht lesen kann. Und dahinter sind die ganzen, was man neu machen kann. Schellfische, Stockfische, ach, das sind lauter Fische. Also, ich muss mir das auch gebackene Forelle. Forelle in Buttersoße. Das ist noch das Beste. Bis heute finde ich die am besten. Blau gesottene Forellen. Gebackene Forellen. Ich habe das noch nie kapiert zwischen Backen. Wie heißt das andere? Braten und Backen. Braten ist doch in der Pfanne, oder nicht? So ganz bin ich mir alles nicht klar. Backofen. Kann man da im Backofen kann man backen und braten wird man in der Pfanne. Du müsstest doch jetzt gebackene Forelle, die müsste im Backofen sein, oder wie? Ich glaube, das wird bei uns in der Sprache auch nicht so eindeutig gehandelt, oder? Ist egal, jedenfalls Forelle in Buttersoße. Kann man die auch dämpfen und Buttersoße? Ja, meine Mutter hat die immer gegessen, blau mit zerlassener Butter. Und ich mochte die Müllerin, das ist die Müllerin, gebackene Forelle. Die Müllerin. Ich mag, was halt mochte, ich tue so, als wäre schon alles vorbei. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich erzähle, als wäre alles schon vorbei. Wenn das, da kommen immer besondere Vögel. Die Meise. Gebackener Aal. Oh, war lauter gute Sache. Hey. Was da verschiedene Sachen sind. Seezungen gebacken. Das war die Lieblingsspeise meiner Mutter. Seezungen gebraten. Nee, die hat gedämpft. Die hat die nur gedämpft. Aber gebraten sind die garantiert noch besser. Ne? Die werden ja normalerweise gegrillt, Seezungen. Dafür ist er gestorben, für Seezungen. Und ich, da ist meins. Wiener Schnitzel. Ha! Gebackene Kalbsschnitzel. Und da kommt das Wiener Schnitzel. Und da bin ich drauf gestoßen, auch in einem Kochbuch, das hat meine Mutter draufstehen. Oder was weiß ich, wo steht. Und da schreibt einer, aus der Zeit halt von damals, und der kommt ins Schwärmen über das Wiener Schnitzel, ne? Dass das das Beste ist, was auf der Welt existiert. So. Das beste Stück Fleisch auf der ganzen Welt ist ein Wiener Schnitzel. So beschreibt der in dem Kochbuch das Wiener Schnitzel. Und da kriegt man richtig Hunger. Und seitdem bestelle ich, wenn ich irgendwo hinkomme, immer ein Wiener Schnitzel. Das hat mich überzeugt. Ja? Das hat mich überzeugt, Wiener Schnitzel ist das beste Fleisch, was es gibt auf der ganzen Welt. Und wenn der Wiener Schnitzel gut gemacht ist, dann ist das auch saugut. Ne? Ich erinnere mich noch daran in Berlin, wo ich esse mit der Freundin. Und da haben wir den Fehler gemacht, wenn wir uns schon mal dazu hinreisen haben, los essen zu gehen. Da war das so ein Wiener Restaurant in Berlin, der Kantstraße irgendwo da. Nee, es war nicht die Kant, ist ja egal. Leibniz. Ne? So. Und da gab es so ein Wiener Ding. Und da sind wir nah, österreichisch halt. Und der Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir beide das bestellt haben. Im Nachhinein
muss man sich durchringen, so blöd zu sein, zu dem Opa zu sagen, wir hätten gern ein Schnitzel auf zwei Teller. Man muss das so bestellen. Die Beilagen bitte für zwei Personen und das zweite Schnitzel anschließend. Und dann hat man zweimal dieses Wunderbare, weil die sind so groß, bis du ans Ende vom Schnitzel kommst, schmeckt schon nicht mehr. Also es schmeckt immer noch, aber da ist die Panade weich und alles. Und wenn man die aber aufteilen wird auf zwei Portionen, ne? Also dass die nicht nur zwei Portionen, es gibt da welche, wo man zwei Schnitzelchen auf dem Teller hat, das auch nicht, sondern die müssen frisch vom Herd kommen. Da gibt's im KDW gibt's einen, das guckt man zu, wie er das macht, und dann legt das dir direkt auf den Teller sozusagen. Das ist wahrscheinlich das Optimum. Ne? Da sitzt man halt bloß blöd auf den Hockern oder saß blöd. Wir waren ja nicht oft da. Aber da muss man eine Portion bestellen, das ist das Geniale da dabei. Und die zweite hinterher, wenn man Hunger hat überhaupt. Und man muss sich da entblöden und sagen, so will ich's. Weil man weiß ja, wenn man es anders macht, schmeckt es nicht mehr. Also es schmeckt noch, aber im Verhältnis zu dem, wie es schmecken könnte, ist es eigentlich eine Sünde, das auf einmal zu bestellen. Oder man isst halt rasend schnell. Ne? Das kann natürlich auch sein. So ein Hunger, zack, zack. Da habe ich auch mal einen gesehen. Das sind immer so Erlebnisse, wenn man sich mal irgendwo hinwagt. In Berlin gibt es die Paris Bar. Eigentlich ist es ein Nepp-Laden, da bestellt man neu drücken. Aber es ist halt ein schöner Nepp, da geht man halt hin. Ne? Und da treffen sich doch halt so die Schickimicki und auch ein paar anderen Dödels kommen rein. Und genau die Mischung macht es. Ne? Und wenn man dann aber mal so weit etabliert ist, dass man die Dödels nicht mehr reinlässt, dann ist der Laden eigentlich nur noch langweilig. Ne? Und so war das dann. Ne? Ich durfte schon nicht mehr neu. Und wenn man so weit ist, dann ist es, da soll es sich doch beerdigen lassen dann. Ne? Aber gut, eine gewisse, und da waren wir drin gesessen, ne? Da, zum Rumgucken und so weiter. Und habe auch was gegessen, die hat Geburtstag gehabt. Und hat aber nichts gegessen, ich musste, ja, egal. Aber am Nebentisch saß einer, das habe ich beobachtet. Der kam abends, ja, das weiß ich, 9 Uhr. Da kam der rein, man hat halt genau gesehen, das ist einer, der das gewohnt ist, in solchen Dingen da zu verkehren. Bestellt Spargel. Und der hat praktisch nur Spargel gehabt. So ein Berg Spargel. Und ich glaube Butter dabei. Und da hat er diesen Berg Spargel weggeschaufelt. Und hat auch nicht weiter rumgemacht, dann war er fertig und ist er wieder fort. Und da habe ich mich gewundert, ne, was es all für Menschen gibt. Ne? Nur Spargel, so kurze, gewisse, also die waren schon saugut, haben sie ausgesehen. Spachtelt diese Spargel weg und haut wieder ab. Wir haben da den ganzen Abend rumgehockt, total. Ich weiß auch nicht. Es gibt schon interessante Sachen, wenn man ein bisschen rumguckt in der Welt. Ist schon, wenn es die anderen nicht gäbe, wäre es doch langweilig. Ne? Dann bräuchte man nicht mehr fortzugehen. Das ist ja das Schöne, dass es so ein paar ganz aus der Welt gibt und ein paar anderen und die. Und deswegen, wenn man die Mischung nicht mehr zulässt, dann ist es schon vorbei. Ich bin am liebsten in solche Läden. Natürlich muss ein bestimmtes Niveau muss sein, sonst geht es nach unten und dann ist auch nichts. Also da will ich dann auch nicht sein. Oder man geht klein in so eine Spelunke, die gab es bei mir auch, direkt an der Ecke. War gut, da haben wir sich bloß so getroffen. Aber das ist dann schon übel, da sieht man dann die Dramen laufen dann direkt vom Auge ab. Ne? Komm, an der Theke laufen sie direkt ab. Ui, das ist eine Wiener Schnitzel. Und da sauerer Rinderbraten. Also da gibt es lauter gute Sachen.
Das ist die Oma. Deswegen wollte ich das jetzt sagen. Vielleicht findet man jemanden, der das übersetzt. Ne? Aber ich glaube ja nicht. Hase, Hirsch und Hühnerkotelett. Gebackene Kalbsbrieschen. Vielleicht kann ich das abfotografieren. Ne? Wäre das nicht was? Ich fotografiere das ab und stelle es dann irgendwo hin, wo es einer übersetzen könnte. So stelle ich mir das Internet vor, wo man dann auch mal Fortschritt erzielt, dass die Leute zusammenarbeiten können. Ne? Der eine bastelt das und so. Ich wollte ja früher schon Computerprogramme schreiben, wo ich mein gesamtes ingenieurtechnisches Wissen, ist nicht allzu viel, aber es ist schon was, einfach ins Internet stellen. Ich war also weit. Ich hab praktisch die Kleinwasserkraftanlage, das gesamte Konzept mit allen Berechnungen wollte ich online stellen. Aber so, dass es einer runterladen konnte, ne? Zack. Oder noch besser wäre gewesen, wir hätten interaktive Sachen gebaut, wo man dann einträgt, so viel Wasser, so viel dat, was kommt raus? Wollen ja viele Leute wissen, ne? Was kann man machen und so. Und nicht so kompliziert. Einfach Eingabefeld und hinten noch die Berechnung. Und auch so, dass man das verbessern kann. Ne? Und das kommt noch. Die Welt wird sich weiterentwickeln. Da bin ich der festen Überzeugung, es wird so kommen, dass man dann auch interaktiv verkehren kann. In den Großunternehmen, da ist das schon längst so. Die machen das schon längst so. Deswegen kommen die kleinen Dödels ja nie noch einmal mit. Die machen das ja schon längst. Die sind ja international verflogen. Aber nur in ihrem Bereich. Ne? Und dann lassen sie niemanden neu. Die anderen sind dann halt die Deppen. Ne? Und da habe ich halt Wut gekriegt. Da habe ich gedacht, leck mich doch am Arsch. Die Deppen können auch. Und die müssen sich nur mal vereinigen. Also zum Beispiel gegenüber dem Works Microsoft ein Open Office. Und das ist genauso gut. Es hat halt ein, also wenn ich jetzt schon beim Office bin, wenn du da alte Texte einliest, dann macht der Salat draus. Ne? Also da könnte ich jedes Mal eine Wut kriegen. Bis heute habe ich es nicht gepackt. Und da weiß man nicht weiter und dann ärgert man sich. Aber so, und dann hätte ich praktisch, wäre ich hergegangen, wenn es einer interessiert, dann kann es haben. Und hätte die ganze Berechnung an einem exemplarischen Kleinwasserkraftanlage. Ich habe hier nur eine große, also die habe ich von A bis Z fertig gemacht. Bis zur Entwurfsplanung. Also das war schon ein richtiger Entwurf. Dann fast schon baureif. Ne? Fast. Ist vielleicht sogar schon baureif. An der Spree in Cottbus, da haben wir geplant. Und es ist einfach kaputt gegangen, weil irgendein Moment hat sich gedreht und da hatte ja, da saß dann irgendjemand anderes da und da hätte man jetzt mit einem riesen Aufwand gegen den da vorgehen müssen, dass man das wieder rumdreht. Und ich konnte bis heute nicht kapieren, warum das auf einmal sich gedreht hat. Es hat sich halt gedreht. Vorher war alles in Ordnung, auf einmal hat es sich gedreht. Und was alles vorher gut war, war dann scheiße. So ein Hals. Dass man da nicht am Muck läuft. Hey. Ja, und dieses Ding ist fertig, könnte man hinbauen. Ne? Manchmal denke ich auch noch, ich mach's noch, ich schaff's noch mal. Und mein Kumpel da, der das praktisch die Oberbetreuung dazu gemacht hat, was heißt die Oberbetreuung, der hat halt die Bürobetreuung gemacht. Und die Rechnung. Ist auch wichtig, ja. Wenn man das nicht hat, geht man gleich ein. Und ja, der wollte nicht mehr. Er hat gesagt, ich mache nur noch Sachen mit dir, wo man auch Geld verdient. Hat er recht gehabt. Ich darf es nicht verübeln. Wenn die ganze Sache immer so enden, dass man kein Geld verdient, das ist scheiße. Ne? Also zumindest für einen, der nicht nur sich, sondern auch noch Partner zu ernähren hat, das ist schon schlimmer. Also gut, ja.
Kann ja auch nichts dafür. Die haben sich gedreht. Ich weiß es nicht warum. Und da ist jetzt ein wunderbares Kochbuch. Kalbschen gedünstet. Ja, Kalbschen gedünstet. Ich wollte das nur sagen. Sardellensoße. Was haben wir denn noch? Soll ich noch mal ein paar? Rohe Kartoffeln Pfannkuchen. Rohe Kartoffelklöße. Das hat meine Oma gemacht. So was hat die hat liebend gern Kartoffelklöße gemacht. Wobei ich immer sagen muss, das ist der Aufwand nicht wert. Ne? Da haben die sich Mühe gemacht, um sowas herzustellen. Für mich war das. Ich habe das mal gegessen, die, wie heißen die? Die haben besondere Namen. Thüringer Klöße oder sowas. Ne? Also gut, schmeckt mal anders. Ne? Aber so und so, die Klöße war nie mein Ding. Ich habe die dann am liebsten gebacken gegessen, wenn sie fertig waren. Also die gute, das ist halt meine Auffassung. Ne? Die einfachste Sache sind immer noch die beste. Frisch vom Herd, das ist die Kunst. Das ist die Kunst. Und Salzkartoffel, Petersilien, Salzkartoffel. Gut gemacht, gute Kartoffel. Bisschen Butter, fantastisch. Rohe Kartoffeln Pfannkuchen, die ist natürlich auch gut, Pfannkuchen ist auch gut. Eierkuchen, das ist alles gut, ne? Ich esse halt gern. Ja, jetzt nehme ich ab. Pudding habe ich nie gern. Pudding esse ich auch gern, aber ach, da kann meine Oma jetzt seitenweise Pudding schreiben. Der Pudding war nie gut. Das, und zwar hat er zwei Fehler gehabt, obwohl sie so ein riesen Kochbuch geschrieben hat. Der hatte Klümpchen. Das hasse ich. Klümpchen waren drin und noch viel schlimmer, der hat so eine Haut gebildet. Und früher, da war man so, ne, wenn das Ding eine Haut hatte, als wäre die Haut was Schlimmes. Und meine Oma hat dann immer die Haut oben abgegessen. Ach, bei der Milch, der Rahm oben, da hat sie immer gesagt, das ist doch das Beste. Und mir ja, die Milch einen Rahmen gehabt, das geht mir aber bis heute noch so. Wenn ich Milch heiß mache und es hat oben so eine Haut, will ich es nicht. Ich kann auch nicht sagen, warum. Man ist halt so. Also ich esse sonst eigentlich viel, eigentlich alles, ne? Fast alles. Aber das mag ich nicht. Und wenn der Pudding eine Haut kriegt, war er nichts mehr. Deswegen hat man den Pudding umstülpen müssen auf die Haut und hat dann oben das abgegessen und die Haut hat man liegen lassen. Das war auch nicht richtig. Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe dann einfach kein Pudding mehr gegessen. Basta, da war ich los. Da habe ich mir nicht drüber Gedanken machen müssen, ob ich das jetzt will oder nicht. Hat man Eis gegessen. Eis kann man komplett aufessen. Oh, Biskuit, holländische Creme. Ach, da kommen die Feinheiten dahinter. Also mit der Feinheit hat es meine Großmutter zum Schluss aber auch nicht gehabt, muss ich jetzt auch mal sagen. Kartoffeltorte. Das haben die halt in der Schule gelernt. Ne? Das heißt ja nicht, dass es auch beherrscht hat. Also bei ihr in der Küche hat es dann auch schon ab und zu mal so richtig deftig schwarz. Braun sagt man dazu. Dunkle Soße gab es da immer. Gesundheitskuchen. Was ist denn das? Ey? Gesundheitskuchen. Das sollte sich die Bäcker mal aufschreiben. Gesundheitskuchen. Buttermaultaschen. Oh, Buttermaultaschen. Das habe ich auch gerne. Also sagen wir mal, die süddeutsche Küche, die ist schon gut. Die badische. Und die hessische anscheinend auch. Oma ist ja aus Hessen. Die haben auch was Gescheites gelernt. Aber im Badischen, da geben sie sich wirklich mehr Mühe. Das muss man aber mal sagen. Und das ist auch so, wenn du in ein Restaurant kommst und die können sie vorne drauf stehen, haben was sie wollen. Wenn sie sich hinten in der Küche keine Mühe geben und keine Zeit haben und so, dann kannst du es vergessen. Ne? Oder wenn sie so eine Speisekarte haben, wo schon, weißt du doch genau, das können sie niemals gescheit machen. Ne?
Das ist nichts. Ich weiß nicht, wenn man in Frankreich war ich mal, oder in Madrid, auch bei uns in der Schule, da bist du mittags zum Mittagstisch und da hast du zwei oder drei Gerichte gehabt. Und die haben die frisch gemacht. Ne? Und da waren die waren einfach billig und gut. Ne? Weil sie kommt alles zusammen. Eigentlich gut. Und wenn du in ein gutes Restaurant kommst, müssen die eigentlich sich auch so einschränken, dass sie das, was sie da hinschreiben, gut machen können. Ne? Natürlich kannst du 10 verschiedene Pizza haben oder 15. Ist ja die Grundsubstanz immer das gleiche, muss bloß was anderes draufpaulen. Aber gut. Aber das Wiener Schnitten, oh, Mandelschnitten, da, wo sind wir da hin? Biskuit beim Backen. Also Eierwein. Mal sehen, ob ich die arme Ritter finde. Ich habe nämlich hier Mitbewohnerin und da habe ich von meinem Lieblingsessen erzählt, dass das hieß Kardeiserklöß. Das haben wir früher dann, wenn es das gab, da war helle Aufrührer, bei den Kindern jedenfalls. Und die heißen arme Ritter, heißen die. Und da wird Hochzeitstorte. Da müsste ich jetzt gucken, ob ich das finde. Die Kardeiserklöß. Da gucke ich jetzt mal. Da muss ich das Ding abschalten. Ob ich das finde und ob ich das übersetzen kann. Weil die wollte wissen, wie man das macht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die macht man aus Weißbrot oder Brötchen in Milch eingelegt. Ne? Und dann werden die ausgequetscht und paniert mit Salz, mit Zucker und Zimt. Also gebraten mit Zucker und Zimt bestreut. Und wie kommt die Panade? Das sind halt Semmelbrösel. In Ei. Ah, jetzt komm ich drauf. Ja, logisch. Die werden in Ei gewälzt mit Semmelbrösel und dann anschließend mit Zucker und Zimt gewälzt. Jetzt war's. So wird's gemacht. Und dann gibt's da dazu, das Beste, was es gab, war diese Weincreme-Soße. Und das haben wir dann. Du hast den Bauchweh gehabt, so lange hast du da halt gegessen. Ah, dann gucke ich mal, ob das so ist. Das sind die armen Ritter, ob die mal Oma ein Buch hat. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da ist das Bild von meiner Großmutter, was mich so... Da sitzt sie auf der Bank. Da gibt es auch eins noch, wo sie steht. Wer ist denn das? Neben dran ist immer als Soldat, immer Soldat. Das hat meine Mutter auf dem Sterbebett hat mir das noch erklärt. Oder im Sterbebett. So muss man sagen. Da habe ich mir überall hingeschrieben, wer das ist, weil die hat mir, da hat sie mir das noch erzählt. Im letzten Monat. War kaum zu glauben. Und wenn ich da anfange zu wühlen. Das ist aber das Bild, das mache ich, deswegen mache ich es jetzt noch dazu. Wo meine Großmutter von der Kochschule erzählt. Das ist die Kochschule. Und da steht sie. Die waren früher in so einer Kochschule. Ich habe es ja vorhin noch überlegt. Da stammt das Buch her. Jetzt Kochschule 1921. Dann hat sie geheiratet 22 und 23 war meine Mutter da. So geht es. Das ist doch so jetzt ein Abfallprodukt von meiner Kochbuchrecherche. Da ist mein Großvater wieder das Mithras-Heiligtum im Museum besucht. Und er steht im Artikel unten dabei. War dabei, als es in Diebusch ausgebuddelt wurde, weil er bei den Bauarbeiter, also bei dem Vater die Baufirma gehabt. So, und da war, und er wurde auch dazu gerufen, weil der, ich was weiß ich. Er war jedenfalls dabei. Da steht's. Das habe ich mit dir. War jetzt alles zu viel. Too much from family, ich weiß. Das überkommt einem dann. Das hat die Oma erst dann später, da hat sie dann durchgestrichen. Das hat sie alles, das war dann schon zu viel. Ne? Da hat sie eine Tiefkühltruhe gehabt und hat ein Buch geführt. Und da vorne, das war ganz was anderes. Das war für die Ewigkeit geschrieben. Mandarinentorte. Buttercreme. Apfelkuchen, sehr fein. Oh, mein Lieblingsapfelkuchen.
Den kann ich ja. Backzeit 3/4 Stunde. Das muss ich mir merken. Ich mache immer zu kurz. Das ist es. Apfelkuchen selber. Ich kann hier nur einen, der ist gut. Und hier. Also warum habe ich das da neu gelegt? Weil dort die Weincreme da steht. Und die gibt es zu der armen Ritter. Da hat, damit hat ja alles angefangen. Ne? Genau, das, damit höre ich jetzt auf. Also das ist, das nimmt einem schon mit, wenn man dann auf einmal im Weltkrieg, immer im Krieg, man landet immer im Krieg, egal wo man hinguckt. Und jetzt haben wir Corona. Ach, Jesus, nee, das ist so wie Krieg. Halt nicht so blutig. Wenn man sich fernhält von der Granate, von der Spritze, ist alles gut. Aber mal sehen, wie lang. Bis man abkommandiert wird an die Front, dann passiert's. Ich habe jetzt gehört, dass er irgendwo in einem Land, ich glaube in Brasilien, nee, ich weiß nicht mehr wo, da haben sie keine Impfstoffe und da tun sie so, als würden sie impfen. Vielleicht ist das das gesegnete Land der Zukunft. Die kommen dann davor. Die zeigen dann im Fernsehen, wie sie Impfkampagne machen und haben nichts in die Spritze drin. Die denken dann, sie werden benachteiligt und vielleicht sind das dann die Glücklichen. Das kann doch alles sein, ne? Das ist alles so, also es ist sowas von absurd. Ne? Ich werde nicht mehr. So, das war der Ausflug ins Kochbuch meiner Großmutter. Sehr schuf. Was steht vorne drauf, kann ich nicht mehr lesen. Das ist das Babettchen, Thomas. Das vorhin im anderen Bild, das war nicht ihren Vater, das war der andere Vater. Das war der Vater von ihrem Mann. Das muss ich mir merken. Der einen Kopf hat wie eine Melone, das ist der Bauunternehmer. Und der einen Schnurrbart hat, das ist der Schmied. Obwohl die haben einen Schnurrbart gehabt. Naja, gut. So, das war Kochkurs. An diesem trüben Sonntag im März. Soll ich jetzt fortfahren? Na, mal sehen, vielleicht fahre ich jetzt fort. Dann gehe ich wieder auf den Sack und bleibe ich lieber da. Da pfeift's. Und jetzt, ja, mal sehen, machen wir mal einen anderen Weg. Muss ja auch muss sein. Auf. Wird nicht scharf. Warum denn nicht? Keine Ahnung. Gibt's nicht hin. Demasiado Corazon. Jetzt hast du es gut drin. Yes, sir.
Ach, jetzt läuft er noch. Guck mal da. Habe ich ihn? Nee. Meinen war davon entfernt. Wo ist es denn? Jetzt hast du ihn. Schärfen musst du noch. Ja, wie denn? Das musst du jetzt löschen. Auf, jetzt ist er fort. Das. Es ist nicht einfach im Leben, ne? Nee. Hat ja keiner gesagt, dass es einfach ist. Jetzt aufzeigt, dass du das kannst. Genau, jetzt muss der Baum blau werden, dann habe ich einen Schaf. So müsste es rein theoretisch, sagt es an die Anleitung jetzt, jetzt scharf. Bild mal. Peng. Ja, und dann Vogel ist fort, ne? Ja, das ist halt so. Das war's. Wieder automatisch. Auf alles automatisch. Das ist nicht einfach, ne? Was selber machen will. Ja. Nicht so. Lass halt der Automatismus laufen. Ja, was habe ich denn da noch zu melden hier? Gar nichts. Das ist das Schöne. Sache, die Art. Das wäre so schön, wenn man nichts mehr zu melden hat. Aber ich weiß auch nicht. Kann ja sein. Wenn man alles selber macht, wird es ja auch nichts. Das stimmt auch. Dann immer, da bin ich halt selbst dran schuld. Und bei dem anderen ist es so, da lässt man sich irgendwo rumführen und dann sagen sie zum Schluss, oh, das hast du für Scheiße angerichtet. Das bist du. Und dann lassen sie dich auch die Scheiße in der Pampa hocken. Das ist doch die Scheiße. Die nervt mich ab. Mensch, geht mir jetzt die Pumpe. Puh. Wühlmäus. Und was denkst du, was die vom Leben haben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ich habe vorhin ein Video angeguckt, da sieht man ja immer, geht's gut aus, ne? Wie irgendeine Gazelle dem Löwen entkommt und so. Oder wie ein Wasserbüffel. Sich erfolgreich wehrt. Und da hat doch so ein Schelm diesmal ein Video neu gesetzt, wo so ein Wasserbüffel von der harte Löwe sich ganz schön wehrt. Und dann fressen die doch den bei lebendigem Leib auf. Also das ist schon der Hammer. Ich hab's ja abgeschaltet. Also ob der nochmal aufgestanden ist, vielleicht ist er ja nochmal aufgestanden. Nee, ich glaub's nicht. Der war fix und alle. Ich meine, auch wenn der vielleicht der Film jetzt nicht so ist, aber dass es die Fälle gibt, das ist ja vollkommen klar. Das ist aber nicht schön, wenn man das sich angucken soll. Nee, nicht schön. Nee. Das will man dann nicht. Ach Jesus, nee. Es läutet zum Gebet. Oder warum läutet es überhaupt? Das weiß ich auch nicht. 6 Uhr, ne? Genau, geht man heim. Normalerweise war das so, da haben wir hier, glaube ich, sogar gespielt, wenn 6 Uhr war. Hieß es, muss man heimkommen zum Abendessen. Da war es schon zu spät. Ach so, ja, gut. Da wusste man, dass es zu spät war. Auch eine Erkenntnis. War es schon so spät? Na gut. Ich glaube, das war die Wiese, wo die anderen auch gesteckt haben. Ich, hier irgendwo haben sie auch gesteckt. War ich nicht dabei. Hat's gequalmt. Die Feuerwehr ist, glaube ich, oder irgendwelche Leute sind gekommen. Das ist ja heute noch schlimmer, ne? Wenn da heute Qualm kommt, sag gleich. Ach. Fragt man sich natürlich, ist es gut oder nicht? Also ich meine sicher, wenn es qualmt, es wird übel. Den Baum wollte ich. Aber gut.
So, jetzt bist du wieder auf dem Pfad der Tugend. So ist hier Pfad, das ist ein Weg. Oh, Jesus, ey. Ich hab mich übernommen, glaube ich. Tja, keine Müdigkeit vortäuschen. Das heißt jetzt, ich glaube, das schaffe ich nicht. Das ist zu weit. Ach, Jesus, ich muss bis dahin über noch. Da komm ich her, da musst du wieder hin. Wenn du herkommst, musst du wieder hin. So ist das halt nur. Oder aber es geht richtig schlecht aus. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt machen wir Rast. Normalerweise sitze ich dort drüber. Da stehen auch wieder drei Figuren. Gell? Ja. Dort drüber auf der Bank sitze ich halt und gucke hier rüber. Ah, jetzt, wenn du wolltest, könntest du da neu blenden in diese Gruppe. Das mag ich aber nicht. Wieso nicht? Weil man das nicht macht. Ich habe bis jetzt mitgekriegt, man darf das gar nicht mehr. Oder wie? Irgendwann. Ich bin immer gespannt, wie das alles weitergeht. Also im Zug ist mir schon aufgefallen, die dürfen sich neben dich setzen. Ne? Und telefonieren dann mit jemandem. Wenn du zuhörst, dann wirst du blöd auch gemacht. Also das ist jetzt mittlerweile schon Standard. Weil du kannst dich ja auch mit so einem Gerät befassen und kannst da reingucken. Und dann musst du nicht zuhören. Aber wenn du da zuhörst und immer noch eine Bemerkung dazu machst, das ist ja ganz schlimm. Weil das ist offenbar Common Sense, oder wie das heißt. Ne? Privatsphäre gibt es nur noch im Internet. Und da auch nicht mehr, also ich meine, im internationalen Austausch, da muss das ist dann, das muss die Datenwege müssen gesichert werden, verschlüsselt und Ding. Aber wenn du neben drauf sitzt und zuhörst und der Blätter ist und so, oder die oder wer auch immer, das muss man dann Ohren zumachen. Ja. Also zu laut, wenn sie zu laut werden, darf man was sagen, aber vorher nicht. Also ich finde das so, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ich mal eine auf der Straße im Laufe sehe und die hat dann immer mit sich selbst gesprochen, bis ich gemerkt habe, dass die so ein Headset hat und so ein Ding. Also das war damals noch für mich ganz neu. Ich habe gedacht, da geht's wie mir, die redet mit sich selbst. Nein, die hat in so ihr Telefon gesprochen. Na, ist ja klar, mich regt mich nur noch auf. Da unten ist die Veit, das ist die Veit hinter der Kirche, das ist die Veit. Mann, das habe ich noch nie so gesehen, ey. Das muss ich schon mal richtig neu blenden. Wie die alten Symbole werden immer mehr verdrängt. Ne? Also die Kirche war früher ja praktisch unüberwindbar, überhöhbar. Aber jetzt ist er, ja, ist halt so. Ich meine, dort drinnen, ne, da standen schon immer die Hochbehälter. Jetzt weiß ich noch, die Geschichte zu den Hochbehältern darf man nicht erzählen. Nee. Und da oben ist mein Windgebiet. Habe ich auch schon oft erzählt. Du wiederholst dich. Ich habe halt nicht mehr Geschichten, da erzähle ich es halt oft. Also da oben, hinten drüber, Kilometer in der Wald, ist mein Windgebiet. Und da habe ich meiner Mutter immer gezeigt, wie hoch die Windkraftanlagen waren. Da habe ich sie ein bisschen geärgert, ne? Wenn sie zu mir gesagt hat, schaff doch mal wieder was, mach doch mal ein Windgebiet. Da habe ich gesagt, soll ich da rübergehen? Soll ich eins bauen? Und da habe ich die Windkraftanlage ans Fenster gemalt, ne? Und habe sie hingestellt. Und habe gesagt, da, jetzt guck hier, willst du das haben? Also die Windkraft dann da. Ich wiederhole mich laufend. Ich habe halt kein anderes Thema. Die werden von da unten, da steht dann, von da bis da nur auf den Berg. Ne? So hoch werden die Windanlagen. So, warum ist denn das verzögert? Was ist denn das? Also gut,
Und das muss man sich vorstellen, 150 Meter und so auf dem Berg und noch höher. Ne? Und da hat sie dann gesagt, nee, das will sie nicht, das will ich kleinere planen. Da habe ich gesagt, ja, das macht man nicht mehr. Außen vorbei. Dann war es vorbei, habe ich dann daheim bleiben dürfen. Ich hätte ja noch was anderes machen. Also wir haben jetzt andere Quellen, haben wir gesagt, ich hätte ja noch was anderes machen können. Stimmt, ich hätte ja noch was anderes. Die Frage ist tatsächlich, was soll man überhaupt noch machen? Ne? Und das ist halt Gatter umgegraben. Ne? Ja, das war dann auch nicht recht. Die Frage ist wirklich, was soll man überhaupt machen? Und solange die Menschheit oder die Gesellschaft darauf keine gescheite Antwort weiß, außer, ich weiß, wenn sie da keine Antwort finden, dann brauchen sie sich auch nicht zu wundern. Wird es auch nichts. Was du an. Ich habe auch keine eindeutige Antwort. Zunächst muss man Analyse machen. Darf man ja heutzutage schon gar nicht mehr. Wenn ich Analyse gemacht habe, hieß es immer, du machst einen doofen Scheiß, bisschen zurückblicken und so. Und die Befehle liegen doch schon auf dem Tisch. Da habe ich gesagt, was? Will jetzt nichts davon. Naja, das war das grundsätzliche Missverständnis zwischen mir und der Welt. Der Auftrag ist doch schon da. Sie ist nett. Nee, sehe ich nicht. Ich habe den nicht gesehen. Das ist nicht mein Auftrag. Tja, das war's. Das war das grundsätzliche Problem. Und was kommen da hin für Autos? Wo kommen die dann her? Ach, das ist die Brücke für die Autos, wo früher die Fußgänger rüber sind. Die sind da nicht. Also du musst da hin. Da konnte man in den Wald nicht mehr laufen. Es geht halt nicht. Also ich bin so und so schon lange der Meinung, man müsste viel mehr Tunnel bauen. Brücke oder Tunnel. Der Letzte, der so revolutionäre Idee in die Welt gebrüllt hat, das war der Müllermann, bevor er dann aus dem Flieger gefallen ist. Aber die Idee, das war damals schon so, wie der die hatte, hatte ich die auch schon. Habe ich mal gedacht, eigentlich müsste man den ganzen Tag, was weiß ich, zig Tunnelbohrmaschinen laufen lassen, die ganze Bundesrepublik und alle überhaupt, alles unter Tunneln. Und der Brandl, der hat übrigens auch so eine Idee in seinem Vorschlag, also so grundsätzliche, der hat auch Tunnel überall gehabt. Der macht es dann mit Vakuumsystemen. Und wenn die mit Vakuum beschleunigt, sozusagen fast widerstandslos, sausen die Dinger durch die Tunnel, wird zur Energieeinsparung. Ich glaube, der Müllermann hat das damals gesagt, der wollte das ganze Ruhrgebiet unter Tunnel. Ich will nicht nur das Ruhrgebiet, alles unter Tunnel. Und was man dann da neu baut in den Tunnel, einfach buddeln lassen erstmal, irgendwas finden sie schon. Ne? Entweder Autobahn oder richtig Bahn und der Zugverkehr wird auch ersetzt. Alles in diese Magnetschwebe, alles in der Tunnel. Putschwott. Ist doch sinnvoll, oder? Von München nach Hamburg, Tunnel. Und finde ich in Ordnung. Setzt du dich da rein, die Magnetschwebebahn in der Tunnel, ziehst nach München, das Geräusch muss man halt irgendwie dämpfen, weiß schon nicht, wie man das macht, ableiten. Und außer wenn du dann an die Fenster guckst, und die sind nur noch Scheinfenster, da wird die Landschaft von außen wird dann übertragen. Also nicht die echte, ja gut, man kann auch die echte, indem man da oben eine Kamera mitfliegen lässt, kann man ja halt mit Begleitdrohne oben und die sendet dann die Bilder. Da hat man noch echt Eindruck. Wenn man im Herbst fährt in Deutschland, macht das ja Sinn, gegenüber dem Winde und so. Da hat man gleich noch Originalbilder von außen und die werden dann unten neu projiziert und dann wutsch. Ist doch alles ganz einfach. Ne? Oder aber man macht einen Film, ne? nur einen Film und lässt den immer ablaufen. Ne? Braucht man gar keinen mehr mitfliegen zu lassen. Wird aber meiner Ansicht nach langweilig. Ne? Da hat man Information, also Erlebensdefizite. Und keine Kreuzung, keine, die sich da vor den Zug werfen und so Zeug. Braucht man alles nicht.
Die Frage ist nur, man kann sich ja gar nicht mehr neu setzen, ne? Weil die Abstandhalter sind ja so groß, da lohnt sich ja die Zugfahrt schon überhaupt nicht mehr. Also von lohnen darf überhaupt keine Rede mehr sein. Das ist ja vollkommen absurdes Thema. Also das, was man heute unter Lohne sagt, da hat man irgendeine Berechnung angestellt und kamen irgendwelche Dollar und D-Mark raus, das ist vollkommen daneben. Das macht man alles nicht mehr. Die haben jetzt nur angefangen, mit CO2 alles zu bewerten. Bitcoin, das ist ja überhaupt nichts, das ist ja gar nichts. Ne? CO2 war wenigstens eine Währung. Das ist eine saublöde Währung, nebenbei bemerkt. Ne? Aber Wasserstoff wäre eine Einheit, die könnte man bewerten. Ne? Wasserstoff, in Wasserstoffeinheiten, am Anfang war der Wasserstoff, stammt vom Dickfurt übrigens. Das könnte, Wasserstoff wäre eine gute Währung, weil das kann man zu allem machen. Wasserstoff, das ist gut. Das ist die neue Währungseinheit in Wasserstoffeinheiten. Und, na gut. Und, aber eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr zu bewerten, weil das Grundsätzliche wird zugeteilt und das, was man noch mehr will, das, also so habe ich mir das schon immer vorgestellt. Also irgendwie ist ja nicht mal jemand, der da sich groß aufregen muss. Ich habe mir sowas auch schon ausgedacht gehabt früher. Also ich meine, dieser Klaus Schwab, der hinkt mir hinterher, wenn man es genau nimmt. Nur wollte ich nicht die Menschen zu Maschinen machen. Das ist das Problem, der grundsätzliche Unterschied. Ich dachte halt immer, die Menschen kriegen dann die Freiheit und die Maschine machen es. Und das ist halt umgekehrt. Ne? Die Maschine kriegt die Freiheit und die Menschen machen es. Oder auch nicht. Ne? Guck mal, da kommen die Vögelchen. Es muss da aber heim. Ne? Es hat geläutet, ja, ich weiß. Wir müssen heim. Oh, das war vorhin nicht gut. Ne? Ich muss mal sagen, das war nicht gut. Die Anrufe, die ich so kriege, die sind manchmal nicht gut. Oder das hat nicht gut geendet. Der Anfang war gut. Ne? Und da habe ich nicht pariert und dann war es schon scheiße. Also wie, das ist fast so wie früher bei der Mutter. Nee, das war ja erst am Ende, wie wir uns gegenüber sah, also war das so. Wenn ich mit der telefoniert habe, war immer alles in Ordnung. Jetzt ist es aber schon so, jetzt kriege ich schon durchs Telefon falsche Signale. Puh, das ist nicht gut. Ich weiß auch nicht, wo das noch hinführen soll. Wir werden sehen. Ist ja spannend. Es ist ja spannend am Leben, dass man nicht. Also, es hat wohl einer zu mir gesagt, du hast ja noch. Du kannst dich ja nicht beschweren. Dein Ding ist ja noch authentisch, was du erlebst. Da habe ich mir dann lange drüber Gedanken gemacht. Offenbar hat der weiß schon Bescheid, wie es ausgeht. Also wenn man bei allem so viele Sicherheitsstufen einbaut, dass man weiß, wie es ausgeht, es wird ja stinklangweilig. Was machen die? Ey? Die bringen was, keine Ahnung. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Da hat einer, das hat mir früher einer in der Wohngemeinschaft, der kam dann, weil seine Freundin ihn verlassen hat. Und da war er bei uns in der Wohnung. Weil unsere Mitbewohnerin war in Urlaub, wo durfte der einziehen? Künstler, war gut. Und der hat das dann mal erzählt, hat er mir das erzählt, dass er einen gekannt hat, der war so weit drauf, dass ihm alles geglückt ist. Ne? Und der hat ganz haarsträubende Dinge gemacht. Ne? Und da hat er sich umgebracht, weil er war zu langweilig. Es war so praktisch wie mit dem Murmeltier, so ungefähr war das. Nur ist er nicht mehr aufgewacht. Er hat sich getäuscht, hat gedacht, das ist ja ein Murmeltiertag. Es war aber kein Murmeltiertag. Es war halt nur mal rein zufällig so gelaufen und dann ging es schief. So, jetzt habe ich aber beendet. Hörst du jetzt auf? Jetzt muss ich heim. Ich will da außen rum, das ist lang genug, glaubst du? Mal sehen, wie lange du brauchst. Der hat uns rumgewütet, hat er. Ja, ohne. Ja, ich bin ja kein Gegner von sowas. Ich finde das ja in Ordnung. Findest du in Ordnung, dass der Weg so blöd ist? Nein, finde ich nicht. Aber es muss sein. Irgendwie muss es.
ich habe da noch keine eindeutige Haltung dazu. Man muss das ja nicht so lassen, ne? Sondern, weiß ich nicht, soll die Forstwirtschaft sich mal einen Kopf machen, wie man sowas macht, dass man wieder ausständig laufen kann. Aber dass man Waldwirtschaft betreibt, Baumfall, also bin ich ja schon der Meinung, ich bin ja kein Lautforscher, der jedes Pflänzlein am Leben lassen will, sondern ich hätte gern Holzmöbel, also muss auch Holz gefällt werden. Und da es ja nicht aus der Regenwälder kommen darf, muss man sich ja fragen, woher überhaupt. Alles in die Tunnel mit künstlichem Sonnenlicht oder was. Oh, Jesus, nee, da stehe ich jetzt im Matsch. Keine Müdigkeit vortäuschen. Gehst du in die Spur, jetzt bist du so und so eingematscht. Das kannst du gleich weiterlaufen. Quatsch, Quatsch. Aber wenn man mal drin ist, macht es Spaß. Ne? Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, ich käme davor. Das ist halt, solange man denkt, man käme davor, denkt man halt immer, jo. Und wenn man dann aber weiß, so und so, scheiße. Dann geht es auf einmal. Viel besser. Da ist schon mal einer gelaufen. Der hat wahrscheinlich genau dasselbe Schicksal gehabt wie du. Aber jetzt wird es unangenehm. Also das hast du jetzt nicht gebraucht, oder? Nee. Das war ein Fehler. Und? Fällt mir nichts ein. Fällt mir nichts dazu ein. Oh Gott. Oh Mist. Machst einen schönen Waldspaziergang. Meine Mutter hat früher Briefe geschrieben an die Gemeinde, wenn sie irgendwo ihren Weg, wo sie da um das See gelaufen ist, wenn der beschädigt war. Aber das war sogar erfolgreich. Manche Sachen wurden verbessert. Ich weiß nicht, ob es an ihrem Brief lag, aber ich habe da überall angerufen. Das ist jetzt der ganze Weg. Ganze Weg. Kann ich dem entgehen? Entkommen? Glaube ich nicht. Du musst. Bist gefangen. Oh nee. Ja. Jetzt musst du darüber nachdenken, was für Schicksal dich jetzt dahin geführt hat. Was für blöde Idee hat dich hierher geführt. Jetzt muss das ausbaden. Ich muss erst mal ausschalten, dann muss ich nachdenken, was ich jetzt zu tun habe. Was hältst du denn davon? Ich glaube, das ist noch das Beste. Da geht, glaube ich, was nun. Und wo kommst du da? Und ist mir egal. Alles besser wie das hier. Ja, und was jetzt sag doch mal, wenn es jetzt eine App gibt, was ist denn das überhaupt? Eine App, weiß ich jetzt auch nicht. Also wenn es eine App gibt, die dir gezeigt hätte, da und da nicht entlang laufen, weil da Matsch und da ist gut, wäre das dann eine Verbesserung für dich? Ich meine, wäre das dann nicht besser? Was sagst du denn jetzt dazu? Also wenn du eingeben könntest, nur schön, und dann sagt die dann über und so. Wäre das nicht besser? Ich kann jetzt nicht sagen, dass es schlechter wäre, aber vielleicht wäre es langweiliger dann oder wie. Naja, jetzt komm, wäre doch besser, oder? Also ich weiß es jetzt nicht. Hättest du es eingegeben? Das ist eine gute Frage. Ich habe sie ja nicht. Ich habe diese Möglichkeiten nicht. Also ich weiß ich ja nicht, ob ich es eingeben hätte. Ich komme jetzt irgendwo raus, wo ich noch nie war. Achtung, das Fenster nun an, alles ist am Arsch. Was machst du denn jetzt? Naja. So wie man halt einen Berg nun geht, so gehe ich dann. Und kommst du gut an, klar, komm ich gut an, ich halte mich an den Bäumchen fest hier, zack. Guck mal da, wie ich das mache. Perfekt. Na gut, okay. Und jetzt, jetzt habe ich was erlebt. Und mit der App, da wäre ich den Weg oben drüber gelaufen und da wäre alles gut gewesen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Jetzt bin ich auf der Wiese. Der Wildsäu. Wildsäu waren hier.